So, laufen wir doch einfach mal hin. Hier vorne ist es doch markiert. Ist das hier? Hallo? Hier so? Hier? Sollen wir mit der Infotafel sprechen? Willkommen zurück, Pathfinder. Vergewissern Sie sich bei der Personalverlegung nach Eos, dass jeder Kolonist sein Überlebenskit und die benötigten medizinischen Daten bei sich hat. Na klar doch. Ein Thema. Okay, hat sich das schon geklärt. Hier gibt's also nichts. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal. Vielleicht sollte es auch einfach heißen, dass wir auf die. Wie heißt sie? Auf unsere Arche, auf die Hyperion gehen sollen. So. Genau das machen wir jetzt auch mal. Die Andockbucht? Ne, da will ich nicht hin. Ich will eigentlich zur Kryo-Station, denn wir wollen mal mit unserer Schwester reden. Auf! Da immer mehr Reisende aus der Stase geweckt werden, benötigt die Initiative dringend Blut, Gewebe und DNA. Mögliche Spender werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Na, kommen wir noch an? Hello? Ah, wir sind also doch noch angekommen. Das hat ja ewig gedauert. So, schauen wir uns doch mal ein bisschen um hier. Wir warten nur noch auf ein paar weitere Kolonisten, bevor wir sie auf den Nexus bringen. Dort erhalten sie dann die Freigabe für ihre Immigration. Stimmt es, dass es bei unserer Ankunft eine Art Notsituation gab? Das ist echt gut. Wir sind auf eine Energiewolke. Man bezeichnet sie als die Geißel. Was, verdammte Exilanten? Was gibt's denn hier schon wieder Tragisches? Achso, hier ist jetzt erstmal angesagt, mit der Schwester zu reden. Das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal alles andere an, was wir hier... Nee, Dr. Carlyle müsste das ja sein. Bei dem wir mit der Schwester reden können, nicht wahr? So, müssen wir mal gucken, wofür ist... Ist das für das Display hiervon? Der Marker? Pathfinder. Wählen Sie bitte ein Thema. Sah ganz danach aus, aber hier gibt's ja nichts. So, auf jeden Fall... Das ist nicht unsere Schwester gewesen hier, ne? Ich glaub nicht. So, davon ist auch nichts, aber sieht's auf jeden Fall schon ein bisschen geordneter aus, habe ich das Gefühl, als beim letzten Mal. So, sprechen wir doch erstmal mit dem Arzt hier. Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Könnt ihr mir mal erklären, wieso die Exilanten es ohne jegliche technische Unterstützung schaffen, Außenposten zu errichten und wir nicht? Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie alles wieder in Ordnung bringen. Das ist der Plan. Okay, das werden wir irgendwann mal mitmachen. Ich vermute mal, wir müssen dazu nach Eos, oder? Aber erstmal wollen wir natürlich, wie gesagt, ein bisschen in der Story vorankommen. Harry, was passiert da mit Sarah? Wir haben sie aus der Kapsel geholt. Ich will Ihnen keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat sie, quasi gefunden. Was soll das heißen? Nun, sie ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf ihr Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Das klingt ja spannend. Ich dachte nicht, dass sowas möglich ist. Ich auch nicht, aber Sam... Naja, ich schätze, Supercomputer sehen die Dinge etwas anders. Obwohl sie im Koma liegt, sind Sarahs mentale Prozesse aktiv. Es geht ihr also gut? Fragen Sie sie selbst. Ich stelle eine Verbindung zu ihrem Implantat her. Bitte. Sarah? Kannst du mich hören? Bist du das, Bruderherz? Was ist hier los? Wo bin ich? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Ich glaub schon. Ist das ein Traum?
Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt, aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das ist so schräg. Ich kann dich hören, aber nichts fühlen. Wo ist Dad? Geht's ihm gut? Er ist... Wie soll ich dir das sagen? Er ist tot, Sarah. Was? Es war ein tragischer Unfall. Aber... Dad kann nicht tot sein. Er... Ich weiß. Es war für uns alle ein Schock. Ich konnte mich nicht mal verabschieden. Ich auch nicht. Und was ist mit unserem neuen Zuhause? Dad hat immer so davon geschwärmt. Es gab ein paar Komplikationen. Die goldenen Welten existieren nicht. Aber Dad sagte... Sarah? Ich... Träume ich etwa? Wo bin ich? Sarah, es tut mir leid. Ihre Herzfrequenz steigt rapide an. Ich kann das nicht. Genug, der Stress ist zu groß. Sarah. Der Stress war so groß, dass der Ton direkt mal ausgesetzt hat. Okay, wir müssen weiter nach Erinnerungsauslösern suchen. Das haben wir ja schon vorher gehabt, die Aufgabe. Können wir mit Dr. Carlyle noch reden? Ryder, das war Wahnsinn, wie Sie mit Ihrer Schwester im Koma gesprochen haben. Ich habe das alles mit dem Sam-Implantat nie wirklich geglaubt, aber das war wirklich erstaunlich. Tja, weil ich es kann. Also genauer gesagt, eigentlich kann es Sam und konnte es unser Vater, der Sam programmiert hat, aber... Naja. Ja, das war es. Ich hatte keine Ahnung, dass wir das können. Immer wenn man glaubt, man hätte schon alles gesehen. Und ich dachte, 600 Jahre Flug in eine neue Galaxie wären Science Fiction. Jeder Tag bringt was Neues. Dann haben Sie und Lexi also die Aufgaben getauscht? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Es war daher sinnvoll, dass Lexi und ich die Plätze tauschen. Sie ist jünger, also für Asari-Verhältnisse. Die sind ja mit 200 noch Teenager. Und sie ist eine verdammt gute Ärztin. Sie wird der Tempest eine große Hilfe sein. Das wäre alles, Harry. Danke. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay, das war ja mal eine ganz spannende Erfahrung, mit unserer Schwester zu sprechen, die immer noch im Koma liegt. Auch wenn wir jetzt nicht so viel aus ihr rausbekommen haben. Und ich fände es irgendwie cool, wenn sie irgendwann auch mal richtig erwachen würde. Aber vielleicht ist das auch für den Moment noch ein bisschen zu viel erwartet. Ich weiß es nicht. So, auf dem Habitationsdeck gibt es für uns da irgendwas zu klären? Ich glaube, wir mussten irgendwie zum Kern nochmal, oder? Mir war so. Die Behörden also versuchen weiterhin zum Sam-Kern, meine ich. Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Schauen wir doch mal. Ich würde denken, irgendwas war gewesen. War das irgendwie mit Nirkin gewesen? Irgendwas in der Mission? Also ich hätte zumindest gedacht, dass Sam sowas gesagt hatte. Ich glaube, es stand dann nicht da als Missionsziel, aber ich hätte gedacht, dass Sam gesagt hat, wir müssen irgendwie nochmal zum... Okay, das war spannend. Jetzt irgendwie zum Kern gehen. Schauen wir mal. Nö, hier ist nix. Hallo Sam. Oh, jetzt doch, okay. Wo war das gerade hin? Willkommen zurück, Ryder. Nee, hier gibt's überhaupt nichts. Okay. Das war vorerst alles. Natürlich. So viel dazu. Es gibt also nichts weiter hier zu besprechen. Das heißt, wir können eigentlich entweder nach Eos nochmal aufbrechen oder uns die andere Welt, die jetzt die Hauptmission bedeutet, anschauen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was wir machen. Also eigentlich will ich ja Hauptmissionen weitermachen, damit wir auch mal vorwärts kommen. Allerdings wollte ich jetzt auch nicht mehr so lange aufnehmen.
würde sagen, wir platzieren uns an der Andockbucht und werden dort dann Feierabend machen. Die Bauarbeiten und Reparaturen an verschiedenen Teilen der Nexus gehen auf unbestimmte Zeit weiter. Besucher werden gebeten, die betroffenen Bereiche zu meiden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ich höre schon wieder ganz leicht den Untergrundbeat aus dem Vortex. Hieß es Vortex? Ich glaube, ne? Vielleicht habe ich mir das aber auch eingebildet. Hängt schon so im Ohr drin. So, da sind wir wieder. Okay, gab es denn hier jetzt noch irgendwas für uns zu klären? Schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Ich glaube nicht, ne? Hydrokulturen, das Vortex. Ne, das sind einfach bloß die Markierungen für die Läden, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir vor. Wir können ja noch auf die Tempest gehen und dort machen wir dann Feierabend. Boah, irgendwie laggt es gerade ganz gewaltig. So, rein mit uns. Und auf. Okay, da bleibt einfach mal das Spiel stehen. Was ist denn gerade los, Mensch? Sehr seltsam. In Ordnung, wir sind also zurück an Bord der Tempest. Der Weltraum liegt wieder offen vor uns. Und ich werde abseits der Aufnahmen vielleicht dann doch mal anfangen, so ein paar Planeten nebenbei noch mit zu erforschen. Vielleicht können wir das auch jetzt nochmal mit, einfach nur um zu schauen, wie das Ganze aussieht. Wie sich das gestaltet. Das wäre vielleicht nochmal was, was man so zum Abschluss machen könnte. Auch wegen E-Mails können wir nochmal schauen. So, da stehen wir. Cora sucht nach Gut. Ihm. Ja, das ist sehr schön. Ich werde mich vorwärts arbeiten, sobald das Spiel es zulässt. So, hier ist das E-Mail-Terminal. Da gehen wir als erstes ran. Zeit für ein Interview von Carrie. Ich war doch gerade. Aha. Es heißt, Ihre Mission auf Eos sei erfolgreich verlaufen, gut gemacht. Möchten Sie kurz vor der Kamera davon berichten? Ja, natürlich. Ich war zwar gerade bei dir, aber hey. Und von Phoebe. Ihre Ärztin ist vielleicht neugierigster Asari, der ich je begegnet bin. Und das will wirklich etwas heißen. Sie muss dringend 4 oder 5 Gänge runterschalten, sonst bin ich bald weg von ihr. Oh, wie tragisch. Das wäre natürlich schade. Und das wäre doch ein Jammer, finde ich. Ach, vergessen Sie es, Phoebe. Ja, ganz toll. Kannst mich mal. So, und Neuigkeiten von Eos, von August Bradley. Pathfinder, ich könnte Ihre Hilfe bei einer Sache brauchen, an der Hanley arbeitet. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, also lasse ich Sie es selbst erklären. Sie brieft Sie, wenn Sie hier sind, August Bradley. Na, wunderbar. Klingt doch, als ob wir noch ein bisschen was zu tun hätten und das auch ganz ohne Reisen. Es gibt sehr viele Missionen, die wir hier so mitnehmen können. Und ich würde sagen, meine Güte, die Lags, ist ja schrecklich gerade. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Cora. Wo man hinsieht, überall dieser verdammte Hochglanz. Ja, ich weiß, Kroganer sind eher Dreck gewohnt. Und weniger Bakterien hätte es dann auch. Ich weiß, du brauchst ein bisschen Rost und Schmodder, ne? Aber das wird schon noch kommen irgendwann. Ja? Ich wollte bloß wissen, warum ihr hier steht, aber ich glaube, es gibt keinen tieferen Grund dafür. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Eieiei, also so wie das Spiel gerade am Hängen ist, glaube ich, sollte ich wirklich bald aufhören. Hi, Drake. Ich habe in meinem Leben ja schon eine Menge Scheiß gesehen, aber dieses Gewölbe war definitiv mal was Neues. Wie es aussieht, könnte es mit Ihnen noch ganz spannend werden, Kleiner. Nichts von all dem war meine Idee. Aber ich will verdammt sein, wenn ich die Sache nicht hinkriege. Naja, der Anfang war jedenfalls schon mal ziemlich vielversprechend. Ich habe Spender gesehen. Er hat sich mit Cashs Assistentin unterhalten. Sie meinen diese dürre, kleine Salarianerin? Dell?
Sie mag ihn auch nicht. So viel steht fest. Ja, ihr Verhältnis schien ziemlich angespannt zu sein. Soweit man das anhand einer Unterhaltung beurteilen kann. Er ist ein Drecksack, der seine Macht nutzt, um andere zu schikanieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er irgendetwas tut, das die Nexus in Gefahr bringt. Sorgen wir also dafür, dass er keine Gelegenheit dazu bekommt. Sobald wir ihn sehen, machen wir das mal. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Oh, da gab es noch Kriegsgeschichten, aber naja gut, das können wir ein anderes Mal vielleicht auch noch klären. Oder uns anhören von ihm. Halt, was war hier? Ach, wir haben jetzt auch eine ALP-Statuskontrolle direkt an Bord. Das ist natürlich schön. So, aber wir gehen mal zu Cora. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Bradley wird mehr Hilfe bekommen, als er verkraften kann. Ja, sie müssten schon bald mit der Aussaat beginnen können. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Unter dieser Uniform verbirgt sich also ein Herz so zart wie Rosenblüten. Darunter verbirgt sich vieles, mein Freund. Hat denn der große, böse Pathfinder auch eine Schwäche? Wenn, dann nur für jemand ganz Besonderen. Gut zu wissen. Wir alle suchen nach etwas Besonderem. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder, genauer gesagt, von meiner Mentorin Nisira fortgeschickt wurde. Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Das klingt, als wäre ihr wichtiger gewesen, was gut für sie ist, als was sie wollten. Zurückgewiesen zu werden, war nicht gut für mich. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnen-Niveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich hab nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Was an dieser Vision hat sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen? Eine Zivilisation, in der jeder einen Platz hat, sogar KIs. Oder eine übermäßig starke menschliche Biotikerin. Ihr Vater hat gesagt, anders sein ist okay. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie willkommen sind und dafür sorgen, dass das bei anderen auch so ist. Ich konnte mit 13 schon Stahlträger verbiegen. Durch ihn habe ich mich gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist okay. Er gab Ihnen einen Traum, auf den Sie hinarbeiten konnten. Darin war er wirklich gut. Wer will nicht irgendwo dazugehören? Vor allem zu so etwas wie der Initiative. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten. Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nisira, Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Das ist schlimm, aber es ist nun mal passiert. Sie müssen sich jetzt voll auf die Mission konzentrieren. Das tue ich immer. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich brauche Zeit, um damit fertig zu werden. Und wenn diese Relikt-Technologie hält, was sie verspricht, bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Der Rosengarten also, na dann. Tja. Eos wächst und gedeiht also und bekommt immer mehr Leute, immer mehr Kolonisten. Haben wir jetzt eigentlich überall wieder neue Gespräche? Ich weiß es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, jetzt das ganze Schiff nochmal abzulaufen und nochmal mit allen zu sprechen, die wir hier irgendwo antreffen könnten. Ist denn hier oben eigentlich jemand? Nö, hier ist nie jemand, habe ich das Gefühl. Da auch nicht? Nein, keine Kontaktoptionen. Nur ein langer Lag. Ja, und ich würde sagen, da das hier so sehr laggt, dann machen wir doch hier auch einen Abschluss.
Ich glaube, das Spiel und der Computer vertragen sich jetzt gerade nicht mehr so. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall haben wir leider mal wieder keine actionreiche Aufnahmesession gehabt, aber wir sind ein bisschen in der Story vorangekommen. Wir werden beim nächsten Mal einen neuen Planeten wahrscheinlich erkunden. Wir müssen auch noch ein bisschen was auf Eos tun und generell ein bisschen erkunden. Aber wir werden definitiv beim nächsten Mal nicht uns wieder hier mit Gesprächen aufhalten, sondern werden wieder ein bisschen mehr in den Feldeinsatz gehen. Und das schauen wir uns dann an, wenn wir wieder aufnehmen und wenn es heißt Let's Play Mass Effect Andromeda. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal, Freunde.